Jo, servus Leute und servus Simon vom Kanal Rauswärts. Ja, das wird meine VA für dich, für dein 500 plus Abo Giveaway. Du hast natürlich eine Challenge gestartet. Simon, herzlichen Glückwunsch. Ja, 500 Abonnenten. Ja, muss man ja erstmal erreichen, aber bei dir kein Wunder, dass du das geschafft hast. Deine Stärke ist deine Sympathie, finde ich. Also, das ist meine Meinung. Du bist einfach sehr sympathisch. Du zeigst dich jedes Mal bei deinen Videos und ja, du hast tolle Messer. Ja, mach einfach weiter so mit deinen Videos. So, zu deiner Challenge. Wir sollen einen sogenannten Übungsstecken machen. Ich habe als Hilfe hier das Smartphone meiner Frau, weil ja, ich will euch das noch kurz zeigen, was wir machen sollen. So sieht der Übungsstecken aus. Ja, ich verlinke natürlich das Video von Simon von der Abo Challenge unten in die Videobeschreibung. Ja, das ist ein Übungsstecken mit verschiedenen Kerben. Ja, ich will mich nur selber vergewissern, ob ich alle Kerben gemacht habe, und natürlich will ich alle richtig machen. Ja, also ich fange jetzt einfach an, denn ich will das Video nicht zu lange machen. Ja, also, welches Messer verwende ich dafür? Das Feldkniven F1. Das ist mein Lieblingsmesser und du hast ein paar Kriterien natürlich gesetzt für diese Challenge. Wir sollen das Video in Echtzeitlänge drehen. Also das Video darf nicht geschnitten werden, damit habe ich sowieso kein Problem, denn es ist für mich sehr einfach, ich schneide meine Videos sowieso nie. Das Video soll draußen sein. Wir sind natürlich draußen. Ja, wir sind jetzt bei einer kleinen Wanderung unterwegs. Ja, ansonsten glaube ich, ist diese ganze Challenge nicht so streng. Ich hoffe, die Kamera ist halbwegs gerade. Okay. Ja, was ist das für ein Holz? Ich glaube, das ist Haselnuss, aber schlagt mich nicht, wenn es nicht so ist. Egal, auf jeden Fall ist dieser Stecken ziemlich astfrei. Also, als erstes sollen wir den Stecken anspitzen. Ja, die Kameraeinstellung ist natürlich so, dass man das dann schön sehen kann, hoffe ich. Also, erstmal anspitzen. Ja, der Stecken ist etwas dick gewählt, aber gerade noch okay. Finde ich. Ja, es macht wieder sehr viel Spaß, wieder mal zu schnitzen. Man kann das Messer natürlich anders halten. Dann bekommt man mehr Kraft auf das Messer. Aber ich schnitze immer so mit dieser Technik. So, das reicht. Der soll nicht scharf spitz sein, denn ich arbeite noch mit diesem Stück Holz. Ja, deshalb reicht das, aber das ist dann eine schöne Spitze. Als nächstes das Ende.
abrunden quasi. So. Ich glaube, ja, das ist in Ordnung so. Okay, dann fangen wir mit der ersten Kerbe an. Das ist so eine halb runde Kerbe. Ja, fange ich einfach hier an. Mal hier rein schneiden. Ich muss sagen, habe schon länger nicht mehr so etwas gemacht. Moment Leute, fange jetzt hier an, denn ich will etwas weiter drinnen starten, damit ich den Stecken hier auch halten kann. Also mache ich hier die erste Kerbe. Der Stecken ist auch lang genug. So geht das dann einfacher. Jawohl, mal schön. Stark hier rein. Ja, so geht das jetzt natürlich leichter. So ist das praktischer. Ich bin selber gespannt, wie ich das alles hinbekomme. Wie gesagt, hat das schon länger nicht mehr gemacht. Ich glaube, das Video wird etwas länger. Aber der Simon, der will uns das hier nicht so einfach machen, was natürlich gut ist. Das Giveaway, ja, soll, also die Geschenke, was wir da bekommen, gewinnen können, ja, die sollen nicht, ja, kostenlos sein sozusagen. Ich glaube, das ist ein etwas härteres Holz. Etwas tiefer noch rein. So. Ja, es ist schon mal wirklich wieder interessant zu schnitzen. Also so mit so einem Übungsstecken, finde ich, lernt man seine Messer wirklich gut kennen. Man bekommt ein super Gefühl. Ja, bei solchen Arbeiten. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Kerben heißen. Ja, es langsam wird es etwas halbrunder. Sollte noch werden. Okay, ich glaube, jetzt dann ist die okay, so halbwegs natürlich. Das ist wirklich keine Schönheit. Ja, ich gebe mich damit zufrieden. Ich hoffe, man kann die halbwegs erkennen. Okay. Ich
glaube, die heißt sogar halbrunde Kerbe. Als nächstes kommt die V-Kerbe. Das ist fast schon der Klassiker, finde ich, unter den Kerben. Also einfach nur mache die Kamera jetzt etwas nach unten. So. Ja, die V-Kerbe, wie der Name schon sagt, einfach eine V-Kerbe eben, einfach 45 Grad rein schneiden. So. Ja, es macht wirklich wieder Laune, etwas zu schnitzen. Ohne dein Video, Simon, hätte ich das bestimmt lange nicht gemacht. Ja, schon langsam wird es. Okay, etwas noch rein. Die Kerbe soll auch zur Größe vom Holz passen. Jawohl, ich glaube, die ist halbwegs okay. Eine V-Kerbe. Als nächstes kommt die Blockhüttenkerbe. Ich glaube, so heißt die. Ich glaube, da kann man sich schon etwas vorstellen. Blockhüttenkerbe. Ja, so eine klassische Kerbe, die man sonst im Blockhüttenbau verwendet. Okay, ich glaube, du hast das so gemacht. Finger drauf, noch etwas dazu, so ungefähr hast du den Abstand gewählt gehabt. Ah, das F1, Leute, es ist so führig, das Teil. So. Und dann einfach von hier die Kerbe ausnehmen. Ja, es geht dann ganz einfach. Ja, man kommt dann ins Schnitzen auch wirklich rein. Man stellt sich dann immer geschickter an, wie ich finde. Ja, man gewöhnt sich ans Messer eben und das ist ein Grund, ein Teil.
was diese Aufgabe wirklich spaßig werden lässt. Dieser Stecken heißt auch nicht ohne Grund Übungsstecken. Ja, man übt einfach auch, wie man sein Messer handhabt. Wirklich eine schöne Aufgabe mal. Eine coole Challenge. So. Okay. Ich würde sagen, noch einmal reinschneiden. Ja, heute ist es schon wieder ziemlich warm. So. Ja, schön langsam wird es. Soll noch etwas tiefer werden. Hier noch mal rein. So. Ja. So etwas braucht einfach seine Zeit. Aber das Schöne ist dann auch, wenn man sein Ergebnis sieht. Jawohl. Ja, man könnte damit dann schon etwas anfangen. Ich versuche das Ganze noch etwas schöner zu machen. Ja, so eine Kerbe funktioniert dann natürlich auch richtig gut, wenn sie schön geworden ist. So. Ja, okay. Ich hoffe, du lässt die durchgehen, Simon. Ja, Blockhüttenkerbe. Logisch dann, wie das funktioniert. Okay, ich glaube, jetzt kommt die. Ich glaube, du hast die A-Lochkerbe genannt. Ich glaube, das ist jetzt die letzte Kerbe. So. Okay, ich hoffe, ich bekomme die halbwegs hin. Das ist eben die schwierigste Kerbe jetzt. 45 Grad. Über Kreuz einschneiden. Ja, jetzt ist es 12 Uhr.
Also nicht nachmachen, was ich hier mache. Da, ja, soll man natürlich schon sicher gehen, dass das Messer nicht abrutscht. So, jeweils tief rein. Okay. Und jetzt mal schauen, ob das jetzt was wird. Ich glaube, das reicht dann. Ja, diese Kerbe ist jetzt eine kleine Herausforderung. Das richtig schön zu machen. Ich habe nicht mehr genau in Erinnerung, wie du das geschnitzt hast, Simon. Aber daran liegt auch der Spaß hier, die ganze Sache und dieser VA. Einfach mal etwas zu schnitzen, aber der Anfang ist gemacht und jetzt einfach noch tiefer rein. Wie gesagt, macht das nicht nachher so wie ich mit dem Oberschenkel als Auflage. Also, jetzt hier schön rein schneiden. Ja, es wird doch. Ja, es geht jetzt auch so, ohne Oberschenkel als Stütze, als Auflage. Jawohl, es macht jetzt immer mehr Spaß zu schnitzen. Kommt dann wieder richtig Lust, in Zukunft mehr zu schnitzen. Also auch da, danke dafür, Simon, dass du durch deine Challenge ja hier Lust auf Schnitzen machst. So, jetzt eines noch. Ja, hier ist jetzt ist 12 Uhr. In Kufstein. Beginnt die Orgel zu spielen. Aber ich bin jetzt auch bald fertig. Denn ja, und dieser Kerbe, die ist dafür gedacht, etwas aufzuhängen. Wenn ich richtig liege. Okay. Ja, hier etwas rein geschnitzt, da könnte man dann etwas aufhängen. Okay, ich kontrolliere jetzt nochmal, ob ich alles gemacht habe. Ich glaube schon. So.
Also, Moment, Leute. Ja, halbrunde V-Kerbe, Blockhüttenkerbe und die Henkelkerbe. Ja, stark angespitzt, okay. Ja, so viel war das jetzt auch nicht. Nicht so viel zu merken, aber wollte notfall nachsehen können, wie die alle aussehen. Cool. Henkelkerbe, Blockhüttenkerbe, V-Kerbe und halbrunde Kerbe. Etwas halbrund ist sie geworden. Wenn auch nicht perfekt. Aber ich habe das auch schon lange nicht mehr gemacht. So etwas überhaupt noch nie. Hey Simon, ja, danke für deine Challenge, die du gestartet hast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das hier zu machen. Bleib so wie du bist. Du bist echt ein cooler Typ. Sehr sympathisch, hast tolle Messer, auch viele treffen da meinen Geschmack, so wie die Condor-Messer und so weiter. Okay, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.